Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es ein Pop-and-Cookin-Video für euch, und zwar dieses Würmer-Set. Kathi hatte euch das auf Do-It-Yourself-Inspiration schon einmal mit anderen Sorten gezeigt. Und ich zeige euch das heute mit Soda, mit Melone und mit Ananas, also mit Gelb, mit Grün und mit Blau. Und ja, hier sollen so kleine Würmchen entstehen. Dafür gibt es einmal hier diese Schüssel und dieses Sieb. Das Sieb wird da so reingedrückt und dort kommt dann auch noch ein Pulver drauf und dann sollen die Würmchen entstehen. Also ich bin total gespannt und die Würmer kann man natürlich nachher dann auch noch essen. Das sind so kleine Süßigkeitenwürmer. Ich zeige euch das Ganze mal. So, hier ist einmal das Sieb gedrittelt. Hier die große Fläche. Ein kleiner Löffel ist auf jeden Fall dabei. Und hier sind drei bunte Tütchen und ein großes Tütchen für den ersten Arbeitsschritt, wo dann erstmal die Grundmasse mit angerührt wird. Die rosane Grundmasse wird ja mit 2 Einheiten Wasser angerührt. Den Wasserbehälter habe ich hier bereits einmal abgeschnitten. Und das Wasser und das Pulver gebe ich dann hier mal hinein. Und dann natürlich auch das Pulver dazu. Das ist ganz schön viel Pulver für so wenig Wasser. Ich habe hier jetzt so eine weiße Masse, die relativ zähflüssig ist. So. Ich verteile die mal gleichmäßig. Es muss ja auch überall gleich viel sein, ungefähr. So sieht es dann aus. Und im nächsten Schritt wird dann das Sieb draufgesetzt. So. Und dann kommen die 3 Pulvertütchen dazu. Jedes in eins der Fächer. Das hier ist Nummer 1, das ist grün. Ich gehe mal davon aus, dass das die Melone war. Es riecht auch nach Melone, ja. Dann ist das hier Ananas. Das Pulver rieselt jetzt natürlich hier durch die Löcher auch hindurch und vermischt sich dann gleich unten mit der anderen Masse. Und hier kommt dann Blau. Es riecht auch brausig. So, ich habe jetzt alles reingefüllt. Und jetzt soll das Ganze so geschüttelt und gedrückt werden. Ah, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Wenn ich jetzt drücke, kommt die Masse nach oben und dann wird alles hin und her geschüttelt und dadurch legt sich dann der Zucker da so drumherum.
Ein sehr, sehr cooles System auf jeden Fall. Ich versuche nochmal, ob es nochmal geht. Da kommt noch eine zweite Ladung Würmer nach oben. Ich schüttle es nochmal. Die Würmer werden jetzt auch nach und nach richtig schön bunt. Mal gucken, ob es nochmal geht. Sehr, sehr cool. Ich schaue hier mal drunter, wie es hier so aussieht. Da ist auf jeden Fall noch Masse vorhanden. Ich versuche das auf jeden Fall nochmal. Ja, es lässt sich jetzt schwer rausdrücken. Es ist auch fast kein Zucker mehr übrig. So, ich werde die drei Sorten jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Hier, das ist ja, das ist mir jetzt runtergefallen, Melone. Die sind ziemlich weich, aber auch ganz schön stabil. Also man kann sie einfach natürlich zerdrücken, aber sie lassen sich problemlos hochnehmen. So, der Geschmackstest. Die sind ganz weich und zuckerig, aber die Melone ist auf jeden Fall rauszuschmecken. Dann nehme ich jetzt mal Ananas. Ja, ist noch ein bisschen süßer, aber schmeckt auch ganz deutlich nach Ananas. Und ich nehme mal hier so einen ganz langen Kringling. Der schmeckt auch ziemlich brausig. Guck noch mal hier unten rein. Hier seht ihr, wie das Pulver hier so durchgerieselt ist. Und hier ist dann noch was von der Grundmasse, was ich jetzt nicht mehr hochdrücken ließ, weil es einfach zu wenig war. Das probiere ich auch mal. Ja, das kann man auch problemlos essen. Schmeckt auch sehr lecker. Schmeckt auch sehr süß und ja, je nach Farbe dann auch nach einer von den drei Geschmacksrichtungen. So, mir hat das Set auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Und wenn es so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, natürlich auch, wenn ihr noch mehr Poppin' Cookin sehen möchtet auf diesem Kanal, schreibt es einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal bei Facebook bei uns vorbeizuschauen, da würden wir uns natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!